Liebe Zuschauer, mein Name ist Andreas Kutschera. Ich bin Mitarbeiter bei den Register Imperii und ich freue mich, dass ihr den Weg zu meinem kleinen Tutorial-Film gefunden habt. Der Film ist Teil eines Aufsatzes mit dem Titel Digitale Farbenspiele oder nützliches Werkzeug, Visualisierung von Netzwerken aus den Registern von Editions- und Registenwerken und soll die Visualisierung von Netzwerken in den Registern des Arnsburger Urkundenbuchs verdeutlichen. Wenn ihr nähere Informationen hierzu haben wollt, schaut auf mittelalter.hypothesis.org nach meinem Beitrag, den ihr dort finden könnt. Und dort findet ihr auch die Informationen eingeordnet, die ich jetzt hier präsentiere. Wir haben das Register des Arnsburger Urkundenbuchs digitalisiert, weiterverarbeitet und in eine GEXF-XML-Datei umgewandelt, die man mit GEFI öffnen kann. Und nachdem ich diese Datei geöffnet hat, erscheint dann hier dieser Würfel. Und es ist ganz schön zu erkennen, dass jeder einzelne Punkt hier ein Eintrag im Register ist, also eine Person. Und die Linien, die von dem Punkt ausgehen, verdeutlichen immer eine Verknüpfung zu einer anderen Person. Und diese beiden Personen sind dann gemeinsam in einer Urkunde genannt. So, jetzt zoomen wir wieder raus. So, okay. So, wir sind jetzt hier im Overview-Mode. Das heißt, wir sehen jetzt hier die Visualisierung. Dahinter liegen die Daten, die findet man unter Datenlabor. Ich wähle das jetzt mal aus. Hier sehen wir die Liste der Nodes. Das sind alle Einträge, die im Register vorkommen, aufgelistet. Und unter Edges, also hier haben wir zum Beispiel den Eintrag Adelheid, die Witwe Johanns Ritter Schelm von irgendwo, die hat die ID Nummer 2 oder hier ein Adolf hat die ID Nummer 3. Und in dem zweiten Reiter finden wir die sogenannten Edges, die Verknüpfungen zwischen diesen Nodes. Die sehen dann folgendermaßen aus, also hier wird der Eintrag mit der ID 1 verknüpft mit dem Eintrag mit der ID, mit dem Node mit der ID 645. Hier die Node mit der ID Nummer 4 wird verknüpft mit der Node mit der ID 1038. Ja, jetzt gehen wir wieder zurück auf Nodes und wieder zurück auf den Überblick. Ja, wie man sieht, sieht man kaum etwas. Der Würfel, wenn er so kompakt da liegt, bringt uns jetzt noch keine weiteren Informationen zu den verschiedenen Netzwerken. Es ist sehr unübersichtlich. Unter GIFI gibt es jetzt verschiedene Werkzeuge, die man hier drauf loslassen kann. Und ich nutze hierfür jetzt das Werkzeug Force Atlas 2. Vorher muss ich noch das Scaling auf 10 stellen, damit man das besser erkennt. Und dann starte ich das Werkzeug und dann wird das auseinandergezogen. Und dann sieht man, dass die Punkte, die mehr miteinander zu tun haben, enger zusammenkommen. Das kann man jetzt noch ein bisschen farbiger gestalten, indem man die Modularität mit reinrechnet. Das läuft hier mit. So, jetzt sind die Punkte, die enger miteinander verknüpft sind, gleich eingefärbt. Eine weitere Möglichkeit, das noch zu visualisieren, ist die Degree Range. Damit kann ich nur noch die Verknüpfungen anzeigen oder die Punkte anzeigen, die mindestens eine gewisse Anzahl von Verknüpfungen haben. Also wenn wir jetzt mal hier auf 21 gehen und den Filter einschalten, dann sehen wir nur noch die Punkte, die mindestens 21 Verknüpfungen haben. Das kann man auch noch weiter hochstellen, auf 30. So, jetzt haben wir nur noch Punkte angezeigt, nur noch Nodes angezeigt, die mindestens 46 Verknüpfungen haben. Da kann man jetzt mal ein bisschen reinzoomen. Das sind also die eher wichtigen Personen oder die gut vernetzten Personen im Arnsburger Urkundenbuch. Und hier kann man jetzt auch die Namen einschalten. Also wir haben hier einen Heinrich, einen Ritter Kuno von Gießen.
noch ein Ritter Konrad und so weiter und so weiter. Und das Interessante ist jetzt vor allem, dass wenn ich jetzt auf das Datenlabor gehe, dass ich dann nur noch die Einträge sehe, die eben auf der anderen, in der Übersicht, in der grafischen Darstellung ausgewählt worden sind. Also ich zeige es gerade nochmal, das sind jetzt nur noch die Einträge, die mindestens 46 Verknüpfungen haben. Und unter Datenlabor kann ich mir jetzt genau anschauen, wer jetzt da noch dabei ist. So, wieder zurück. Schalten wir den Text wieder aus. Nehmen den Filter wieder weg. Und zum Abschluss möchte ich noch die Funktion Timeline vorführen. Jeder Punkt, der hier dargestellt wird, repräsentiert eine Person im Register und jede Linie geht auf die gemeinsame Nennung der beiden, des Anfangs und des Endpunktes in einer Urkunde zurück. Das heißt, wenn ich von der Urkunde den Ort habe und das Datum, habe ich also auch noch geografische und zeitliche Informationen. Und in GEFI kann man diese zeitlichen Informationen, die auch im Datenlabor sichtbar sind, unter den Edges, weiter rechts, hier sieht man auch Timeintervall, wo die ganze Sache stattfindet, kann ich die auch visualisieren. Und zwar mit der Timeline. Jetzt im Moment habe ich den gesamten Zeitraum angezeigt. Ich sehe hier, der Gesamtzeitraum geht von 1173 Dezember 31 bis 1478 Oktober 25. Das kann ich jetzt einschränken und lasse mir jetzt nur, na, sagen wir mal, die ersten 50 Jahre anzeigen. Und das kann ich jetzt als Film durchlaufen lassen und sehe dann, wie Zentren erscheinen und auch wieder verschwinden. Und diese Anzeige, die kann ich mir ganz individuell nach meinen Interessen einstellen und kann dann das Bild untersuchen. Ja, soweit zur Visualisierung von Netzwerken im Register des Arnsburger Urkundenbuchs. Vielen Dank für euer Interesse.